Hallöchen, meine lieben Mitfarmer. Willkommen zurück zu Story of Seasons. Seasons vor allem mit C. So, es regnet heute. Unsere Farmwichtel kommen trotzdem her und haben nichts zu tun, weil es regnet. Super. So, wir wollen heute auch unsere Farmer ein bisschen aufräumen. Die hat ziemlich gelitten durch den letzten Sturm. Vielleicht wird die wohl auch nur die Traube haben. Dann können wir dir aber mal wieder hier ein paar Sachen schenken. Die Frage ist nur, wer... Ich glaube, du mochtest das ja, genau. Du auch. Wir müssen so nach Farben gehen. Blau war... Also die Blauen und so, also hier dunkel und so waren ja alles... Hier Honig. Nein! Ich will auch nicht dich. Also das hier kriegt das Aqua. Der Blaue wäre sich versteckt, kriegt das Aqua. Aqua! Hier. Gut, Tiere... Wir müssen gucken, ob jemand sich um die Tiere kümmert oder ob der jetzt auch schon wieder fertig ist. Das würde so perfekt passen, ey. An dem Tag, wo man ein bisschen mehr tun soll. Aber was ist das denn schon wieder? Ich hab doch... So. So. Gehen wir mal hier rein. Ah doch, er kümmert sich um die Tiere. Gut, das habe ich jetzt gesagt. Dann gehen wir gleich mal ganz schnell die Eier holen. Damit wir daraus Mayonnaise machen können. Bevor er die einfach nur in die Kiste schmeißt. Oh Gott. Ja. Wie gesagt, wir haben mal einiges zum Aufräumen hier. So, moin ihr. Dann gebt mir mal euren Stuff. Sehr schön, Dankeschön. Alisa knuddeln. Roselia knuddeln. Nein. Hallo, ich möchte zu Tita. So. Ash knuddeln. Nochmal Lisa. Muse. Tutti Fruit. Da wir auch sehr einfallsfrei sind. Ich möchte an Estelle ran. Dankeschön. So, und Laura. Gut, dann packen wir, schmeißen wir da jetzt die Dings rein. Bom. Und dann hier noch. Können wir heute eigentlich auch wieder eine Geschenkerunde machen, ne? Ich muss so ein paar Pflanzen mal in der Wildnis suchen. So. Wir müssen so ein paar Pflanzen in der Wildnis suchen, meine lieben Freunde. Beziehungsweise Blumen, ne? Da haben wir noch eine. So, los geht's. Wir wollen uns auch Kürbissaat kaufen. Gut, dass mir das jetzt gerade einfällt. Samstag hat er doch offen, ne? Sonntag hat er doch zu. I hope. Achso. Jetzt habe ich allen Honig weggeschmissen. Ich kann also Marie nichts mehr schenken. Er hat offen. Okay, gut. Hi. Kürbissaat hast du gesagt. Ne, ne, ne. Machen wir mal zwei extra Felder. Dann kaufe ich mal 4 Stück davon. Obwohl, kaufen wir schon mal ein bisschen was auf Vorrat. Komm. Geben wir ordentlich Geld aus. Hi, du. Da. Okay, noch nichts verändert. So. Dann reite ich ganz kurz jetzt mal kurz bei den Wichteln lang. Schau, ob da jemand zu Hause rumgammelt. Ich habe vergessen, das andere... Puh. 2 haben wir hier. Magst du zufällig Suppe? Ja. Gut. Magst du Suppe? Bitte. Ja, du kannst mal hier demnächst mal wieder hier Felder gießen. 7 Tage. Wir wollen gießen 7 Tage lang. Er ist immer noch unglücklich. Trotzdem hilft er. Weißt du was, du machst Nutzpflanzen ernten mal. Ja, komm. Dankeschön. Gut. Dum-dum-dum-dum. Los geht's. Dann wollen wir mal ganz kurz zu unseren Tierhändlern hier. Ich glaube, er hat aber Samstag zu. Leider. Hi. Nee, doch nicht. Ja, lass mich mal ganz kurz in mein Dictionary gucken. Tiere.
Ja, hier Muffin hat ja Muffin. Ne? Wir könnten mal eins der anderen. Ich würde mal Jo verkaufen. Jo Muschunkewalli verkaufen. Gut, hier. Bitteschön. Tschüss, Muschu. Und tschüss, Jo. So, dann können wir mal gleich mal wieder Dings kaufen hier. Trächtigungsset. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass, wenn Muffin Dings hat, Wolle hat, müssen wir es auch mal trächtigen. Hallo. Danke. Moin. Gucken wir mal kurz. Tiere, die Hühner. Die Hühner sind im Grunde jetzt alle perfekt. Wir müssten hier bei Ash und Estelle mal gucken. Ich glaube, ich verkaufe mal Ash. Und warten dann, bis Estelle größer ist und Wolle hat. Hühner lassen wir jetzt so, weil das ist perfekt. Nicht hier kaufen. Zuchtset und Dreh. Da. Dankeschön. Sehr gut. So. Ich habe tatsächlich keine Blume mehr. Wir müssen eine Blume jetzt suchen. Ich habe keine Blume mehr für die gute. Das ist normal, das ist das Stinkegras da. Haben wir echt keine Blume mehr? Willst du mich Bababa? Oh, warte mal, wir haben den Text, glaube ich, noch nicht gesehen, was sie sagt, wenn sie. Nein! Mit der gleiche Kiese hier. Ich habe dich immer als jemanden angesehen, der mich versteht, Adam. Und ich denke, ich verstehe endlich, was dir das Leben als Farmer wirklich bedeutet. Egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, du oder ich. Wir alle leben von den Geschenken, die uns Mutter Natur gebracht. Ich versuche sonst mal mit dem komischen Gras hier, also das in die Quelle zu schmeißen. Man kann gar nichts machen, ich habe keine Blumen. Wächst hier wirklich keine Blume mehr? Hm. Tatsächlich, es gibt hier keine einzige Blume mehr. Puff. Hier. Okay, es ist so ein, ja, okay, Geschenk. Ja, zur Not machen wir, nehmen wir was von unserer Ernte. Darüber freut sie sich ja auch. So, dann wollen wir mal ein weiteres Feld hier andingsen. Aber das mache ich mal hier, weil zwei neue Felder sind das ja, die ich anbixen will. Bup, 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 bup. Dann hier noch. Ich hasse dieses. Ja, dann können wir gleich mit einem Stein oder mit einem Holz dann wieder klein machen. Hier zum Beispiel. Zack. Bop, 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 bop. Mach das. Haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. So. Und so. Mal die Dinger hier ein bisschen wieder wegmachen.
Sehr gut. Dann gib mir mal... Nein, da. Ich hoffe zumindest mal, dass die Zeit noch reicht jetzt, die 12 Tage. So. Mir egal jetzt, ich hatte gesagt, wir machen jetzt so ein bisschen die Farm hier sauber, und das mache ich das jetzt auch. So. 2, 3, 4, 5. Pups. Sehr gut. Dann die Axt wieder raus. Danke. So. Plops. Haben wir jetzt denn soweit alles aufgeräumt? Das sieht zumindest danach aus, dass wir jetzt soweit alles durch haben. Das war auch langsam echt genug. Das war so viel, was hier rumgelegen hat. So. Haben wir keine Blümchen im Schrank mehr? Mhm. Dann müssen wir eher Zeugnisse wirklich geben, also wirklich von unserer eigenen Ernte. So. Dann zum Abendessen ziehen wir so eine... ein Udon-Curry rein. So, und abschlafen. Wer hat einen Geburtstag? Gar niemand erstmal. Erstmal kommt das Mu-Fest. Und Kai hat am 22. Geburtstag. Okay. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Ja, war ein bisschen weniger Geld heute, aber hey. Nom, 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 nom. Morgen ist wieder Sonne. Gut. Warum findet das Mu-Fest statt? Ziemlich aufregend, ne? Was hältst du davon, erwachsene Kuh von Knuff? Ne. Kein Bock. Die sind auch nicht so mega fit, wie ihr da oben seht. Was geht los? Alter. Wir legen los. Ach Gott, das ist für die ganze Ernte gefällig. Moment. Lass mich, ich muss... Ach ja, stimmt ja. Hier erntet ja jetzt jemand mit. Stimmt ja, hier erntet ja jetzt jemand mit. Ganz vergessen. Ich dachte schon, Vanille wäre wieder hier drin und würde dix. Ne, 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 ne. Ne, Sonne ist heißer, ja. Sonne, sorry. So, ich sammle jetzt erstmal alles ein. Uff. So. Wir machen das zusammen, so. Hast du das letzte noch? Dann hole ich nämlich mal kurz die Tiere hier raus. Alter. So. Ja, gehen wir gleich mal ein paar Geschenke noch verteilen. Einmal Dings wieder drin behalten. Sonst geht's das, ja. Da ist auch Dings. Gut. Ich wollte nur ganz kurz. Frosch im Hals. Ups. Und Bob. So. Und so.
So, dann erstmal die Geschenke übrig abgeben. Farmgöttin kriegt dann gleich von uns ein Dings hier. Nö, immer noch nicht. Morgen ist ja so gesehen auch wieder ein guter freier Tag. Weil an MooFest müssen wir ja nicht wirklich teilnehmen. Kennen wir ja schon. Oh, ist Sonntag zu hier. Oder haben wir jetzt wieder alle auf unserer Farm? Doch, ich glaube, wir haben wieder alle auf unserer Farm am Arbeiten. So. Hier wird schon alles vorbereitet für das MooFest. Genau, ihr macht das hier schön weiter. Ich verlasse mich auf euch. So, dann hier zur Quelle. Sehr schön. Das gefällt ihr sehr gut. Sehr schön. So, dann wollen wir mal unseren Arbeitskräften hier oberschenken. Also zumindest die, die Honig mögen. Bitteschön. Bitteschön. Sehr gut. Hier müssen wir warten, bis du Wolle hast, ne? Ja, leider. So, ein paar mehr hier. So. Dann können wir gleich mal unsere Axt trainieren, ne? Ne? Alter, wir sind tatsächlich schon hier hinten angekommen. Ich bin begeistert. Münze, ich danke dir fürs Ernten. Jetzt richtig. Außerdem verklickt hier. So, dann. Nee, falsch. Kühlschrank. So. Dann gehen wir mal nach draußen und werden. Obwohl, Leute, ich würde sagen, ich bin in die Folge für heute. Ich werde jetzt auch noch die Axt leveln, ihr kennt das ja. Wenn wir Glück haben, können wir sie morgen oder die nächsten Tage schon zum Orichalcus machen. Also Orichalcus Axt. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Cheerio!